Herzlich willkommen, Herr Kastner. Herzlich willkommen, Herr Schröder. Wir wollen heute mal über etwas ganz Neues sprechen in unserer Region. Region 56 Plus. Sie sind beide sind Geschäftsführer dort und sagen Sie doch mal, was steckt da dahinter? Ja, die Region 56 ist eine Organisation von Unternehmern, die sich im Februar 2019 frisch gegründet haben. Und die Zielsetzung ist, dass wir den Wirtschaftsraum hier im nördlichen Rheinland-Pfalz, den Bildungsstandort rund um Koblenz und auch den Lebensraum möglichst attraktiv vermarkten für die Menschen in der Region, aber eben auch die Attraktivität steigern wollen für Menschen, die noch nicht in unserer Region leben. Das ist eigentlich kurz gefasst der Sinn und Zweck der R56. Ich habe mich da ja auch schon ein bisschen schlau gemacht und dachte, Leben, Arbeiten und Bildung, das sind so drei Schlagworte, Herr Schröder. Genau. Warum brauchen wir da denn was Besseres in unserer Region? Ja, Wettbewerb der Region ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Und aus der Initiative der Unternehmer heraus kam die Gewissheit, wir müssen was für die Region tun. Fachkräftemangel betrifft uns alles, ganz egal, ob es Computer oder Spezialisten in anderen Bereichen sind. Und deswegen der Zusammenschluss zur R56. Übrigens das Postleitzahlengebiet, weil uns außer dem Kunstbegriff nicht so richtig was eingefallen ist. Deswegen das Commitment zu der R56 und das Pushen der Region, um die Region von innen attraktiver zu machen, um die Unternehmen in der Region attraktiver und erfolgreicher zu machen. Und das Plus bedeutet, am Rand dürfen auch noch Tätigkeiten sein und auch Mitglieder dazukommen. Ja. Die nicht die Postleitzahl 56 haben. Also das Plus hat gleich zwei Bedeutungen. Zum einen, dass der Rand nicht ganz scharf ist, dass man nicht sagt, hier ist dann Schluss an der Landgrenze. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir wollen damit auch so ein bisschen marketingmäßig zum Ausdruck bringen, wir sind das Plus für die Region. Wer steht denn jetzt hinter der Organisation? Ja, wer steht dahinter? Sind mittlerweile 14 Unternehmen aus der Region 56 Plus, die Partner der R56 sind. Gegründet haben wir, wie gesagt, vor einem Jahr ungefähr mit 10. Also wir haben tatsächlich auch durch unsere ersten Aktivitäten schon auch zusätzliche Partner gewonnen. Und an der Stelle sei gesagt, wir sind auch noch nicht so weit, dass wir sagen, wir brauchen keine mehr. Im Gegenteil, also wir sind auch keine geschlossene Gesellschaft. Also wenn es noch Unternehmer gibt aus der Region, die sich bei unserem Vorhaben beteiligen wollen, sehr gerne. Und wie finanziert man so etwas? Das ist ja schnell eine Organisation oder ein Verein gegründet. Und dann stellt man sich die Frage, wo kommt das Geld her, was will man alles machen, wie viel will man ausgeben? Also es ist wirklich was Besonderes, weil wir es geschafft haben, oder weil es die Unternehmer in der R56 Plus geschafft haben, ein Commitment auszusprechen. Also Unternehmen, die beteiligt sind, nur mal ein paar zu nennen, die DBK oder Canyon, die Sparkasse Koblenz, die EVM und noch einige andere, haben sich für 5 Jahre committed, ihren Beitrag zu der Region 56 Plus zu leisten. Das heißt, wir sind mittelfristig finanziert und das zeichnet natürlich dieses Konstrukt aus, dass wir jetzt schon eine gewisse Schlagkraft haben und im Pilotprojekt jetzt auch 5 Jahre Wirksamkeit zu entfalten. Jetzt bin ich noch ein Stück neu. Was sind denn so die möglichen Projekte, die Sie da auf den Weg bringen wollen? Naja, ein Projekt, das wir im November des letzten Jahres, also 2019, gestartet haben, haben Sie vielleicht gesehen. Wir hatten relativ viele Großflächen unseres Partners AWK gebucht, der R56 Plus Award. Also ein Wettbewerb, der das Ziel dieses Jahr hatte, das Thema Digitalisierung nach vorne zu bringen. Wir wollen eine Plattform mit dem Award bilden, um halt spannende Projekte aus der Region für die Region ja sichtbar zu machen und deren Umsetzung zu unterstützen. Das war ein Highlight der letzten 3 Monate. Und der Wettbewerb endet mit der hochoffiziellen Preisverleihung am 26. März. Also in ja, knapp 5 Wochen wird es soweit sein, dass dann die Sieger eine finanzielle Unterstützung für die Projektumsetzung bekommen. Genau. Ansonsten ist es uns wichtig, Dienstleister für unsere Gesellschafter zu sein. Wir wollen deren Spezialisten zum Beispiel miteinander vernetzen. Wir wollen Dienstleistungen für unsere Gesellschafter anbieten, die sie vielleicht alleine nicht erbringen können oder die gemeinsam sinnvoller sind. Zu denken ist an vielleicht Kinderbetreuung oder Relocation Services für Ankömmlinge, Welcome-Touren, sodass man den Leuten die Region schmackhaft machen kann. Das sind so Ziele, die wir uns momentan gesetzt haben, die nach innen wirken, nach außen, wie Christian gerade gesagt hat, der Award und noch ein paar andere Sachen, die wir uns auch so ein bisschen geheim halten wollen, das heißt, um den Überraschungseffekt nicht zu verlieren. Ja, das heißt, wir können davon ausgehen, das soll auch umgesetzt werden, sodass wir auch dann später von den Ergebnissen hören, dass sie hoffentlich in unserer Region etwas bewirken. Das ist das große Ziel. Wir haben gesagt, dass der Wettbewerb nicht nur Konzeptpapiere einsammeln soll, sondern er soll im Grunde genommen die Konzepte, die im Raum sind,
erlebbar machen, für die Menschen in der Region erlebbar machen, denn das ist ja auch unser Ziel, dass das Leben und Arbeiten und die Bildung in unserer Region noch attraktiver werden, als das eh schon der Fall ist. Jetzt gibt es einmal die Gesellschafter und wer kann denn sonst noch so profitieren? Es ist ja keine Vereinigung nur für die Gesellschafter, glaube ich. Ja, also profitieren soll vor allem die Region. Das ist das Ziel und natürlich kommen wir aus dieser unternehmerischen Perspektive, aber Ziel ist ja, durch die Attraktivität der Region die Zugkraft der Region auch zu stärken, sodass die Leute, die hier wohnen, was davon haben. Natürlich die Unternehmer, die hier angesiedelt sind, aber, und das ist ja auch so ein bisschen das Hauptziel, auch die Leute, die neu in unsere Region kommen, auch denen soll ein Mehrwert geboten werden, wenn sie denn hier endlich mal bei uns gelandet sind, zu zeigen, ey, das ist schön hier, hier kann man arbeiten, hier kann man leben und so weiter. Das ist das Ziel. Gut, das gehört ja alles zusammen und es gibt ja so etwas die Problematik bei uns. Wir werden zwischen den beiden großen Metropolen Frankfurt und Köln so ein bisschen zerdrückt unter Umständen und suchen so seit vielen Jahren unsere Identität hier. Und da hoffe ich dann aber auch, dass die vielen, vielen Unternehmen dann auch das, was sich bei Region 56 plus tut, dann auch nutzen können. Das ist auch geplant, dass sie darauf aufbauen können für sich selbst. So ist die Idee. Also wir werden Projekte machen, die sicherlich jetzt auch mal isolierte Marketingkampagnen bedeuten für die Region. Aber wir entwickeln Projekte für unsere Partnerunternehmen, die sicherlich dann auch Dritte nutzen können. Ein Beispiel, wir haben gerade letzte Woche mit auch Vertretern unserer 14 Unternehmen zusammengesessen und ganz gezielte Maßnahmen diskutiert und beraten, die letztendlich deren originäre Arbeit unterstützen sollen. Von daher, ja, es soll direkte, spürbare Unterstützung für die Unternehmen geben. Die Menschen werden es auch sehen, wenn sie dann über die Ergebnisse informiert werden. Und vielleicht gibt es noch das ein oder andere Projekt, was Sie so in Ihren Innovationsplänen haben. Vielleicht können Sie noch was verraten. Also die Antwort ist ja, es gibt noch spannende Projekte, die tatsächlich noch in der Feinabstimmung sind. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wir haben ja von der Arbeitssituation in unserer Region gesprochen. Und es gibt eben die Zielgruppe derer, die morgens sich im Dunkeln oder auch im Sommer auf den Weg machen, um zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet oder in Köln-Bonn zu arbeiten. Und also ich meine jetzt die Zielgruppe der Pendler. Die Auspendler. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, warum pendeln Menschen eigentlich aus der Region raus, wenn wir doch auf der anderen Seite hochattraktive Arbeitgeber in unserer Region haben, die auch eine internationale Karriere ermöglichen. Wir haben so große Spieler am Standort, die Menschen suchen für ihre Unternehmen und wir wollen eben die Zielgruppe der Auspendler ansprechen und sie genau mit dieser Frage mal konfrontieren, mal darüber nachzudenken, was fehlt dir eigentlich in der Region 56 plus, dass du dir den Weg jeden Morgen eine Stunde im Zug auferlegst. Und noch was, das ist ein Beispiel. Noch was ein bisschen Emotionaleres. Es gab ja bis vor einigen Jahren das Koblenzer Hallenmasters im Fußball. Ich war nie da, aber wir sagen lassen, mehrere tausend Zuschauer teilweise. Sowas würden wir gerne auch wieder aufleben lassen, allerdings eher in einer virtuellen Art. Vielleicht als kleine Ankündigung, okay, dass wir auch wieder so einen Wettbewerb machen wollen, der die Leute rund um Koblenz elektrisiert und zusammenkommen lässt. Okay, jetzt fasst man so ein bisschen zusammen. Auf der einen Seite ist Ihre Zielrichtung die Unternehmen durchaus stärken und ihnen eine Basis geben, damit sie gute Mitarbeiter bekommen. Auf der anderen Seite aber auch dadurch, dass man für die Menschen in der Region etwas Attraktives schafft, was vielleicht heute in der Region fehlt, dann den Menschen auch die Motivation zu geben, dass sie hier einen Job annehmen. Ist es dazu, Leute von außen hier in die Region holen, damit sie hier arbeiten und leben? Exakt. Das ist ein Thema, das ja viel bei dem Thema Fachkräftemangel, ich nehme das Wort mal in den Mund, im Moment heiß diskutiert wird und viele auch nicht wissen, wie schaffe ich das, weil wir halt Leute von draußen brauchen. Genau, wir wollen hier intern zarte Pflänzchen setzen, damit die Region in sich ein bisschen geeint wird, dass wir hier drin strahlen und mit dieser Strahlkraft dann nach außen wirken und damit dann Leute praktisch auch herziehen. Und im Bildungsbereich gibt es doch sicherlich auch dann eine intensive Zusammenarbeit mit Universität, Hochschule und so weiter. Also die Zusammenarbeit gibt es, nicht nur mit den Hochschulen und Universität direkt, sondern es gibt ja hier in der Region auch noch die Wirtschafts- und Wissenschaftsallianz, mit der wir gut kooperieren und uns regelmäßig austauschen zu Themen, die unmittelbar zwischen Hochschulen und den Unternehmen abgestimmt werden. Es gibt ja eine Zahl, die so ein bisschen nachdenklich macht, dass in Rheinland-Pfalz
80% der Studienabgänger anschließend das Land verlassen und in den umgrenzenden Ländern ihren Job finden. Und da ist sicherlich auch Potenzial. Und dazu könnte dann die Region 56 plus vielleicht mit ihrer Organisation beitragen. Ja, also es gibt so viele Ausgründungen aus Universitäten und das ist nicht nur die WHU und Wallner, das sind auch andere Universitäten hier am Standort. Und wenn es uns nur gelingt, ein, zwei oder drei dieser Ausgründungen hier zu halten, ist das ja schon ein Erfolg und das ist auch ein Ziel, das wir jetzt anstreben wollen, zu sagen, okay, Leute, ihr müsst nicht alle nach Berlin gehen, man kann das auch hier machen, das wird auch von hier aus funktionieren. Auch das ist eine Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Also eine sehr spannende Aufgabe, würde ich sagen. Und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, diese Ziele zusammen mit all Ihren Gesellschaftern, mit den Investoren, die dahinter stecken, zu erreichen. Und darf mich für das Gespräch herzlich bedanken. Gerne, vielen Dank.